Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead, I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas is. Don't ask them who this is. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Hallo, Max. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag und zurück zu einem neuen Video. Golf 6R Longblock. Ich weiß nicht, ob das ein Longblock ist. Wissen die, dass das ein Longblock ist? Ich weiß nicht mal, was ein Longblock ist. Nee? Soll ich das erklären? Ja. Ja? Zeig ich dir gleich. Hier noch kurz was sagen dazu. Also zu dem Kumpel hatten wir ja gesagt, holen wir euch dazu, wenn wir den Kumpel wieder zusammenbauen. Jetzt seht ihr ja, dass er schon zusammengebaut ist. Asche auf mein Haupt, das habe ich jetzt die Woche mal abends gemacht. Das heißt, hier können wir euch gar nicht mehr so viel sagen und auch zeigen dazu, außer dass er jetzt wieder läuft. Zylinderkopf instand gesetzt, Steuerkette neu gemacht, mega interessantes Thema. Wir können ja hier hintergehen, kann ich den Beispiel weiter erzählen. Kette sollte hier vor kurzem gemacht worden sein. Und wir haben ja bei dem Motor unten eine große Zentralschraube, die ja die Riemenscheibe, den Schwingungsdämpfer hält. Und dahinter sozusagen das Kettenrad, ne? Dort, wo sozusagen alle drei Ketten drüber laufen. Also ich kann dir schon mal sagen, die Kette oder das Kettenrad war locker, als ich es abschrauben wollte. Ich bin mit dem Schlagschrauber drauf und es war draußen. Und normalerweise ist das schon, also du hast Glück, wenn es mit dem Schlagschrauber kommt. Gut, oder? Hat sich jemand Mühe gegeben? Golf 6R, letzter Stand. Entsinnt euch, das war der Kumpel, den ich mit dem Junior zerlegt habe. Ja. Hast du das Video gesehen? Kennst du das Video ja, ne? Ja. Da hast du hier noch nie gearbeitet, ne? Da warst du noch nicht Teil der Familie. Nein, war ich noch nicht dabei, ne? Aber du kennst das. Ja. Genau, da habe ich mir mit dem Junior das ganze Thema angeguckt. Und meines Wissens nach waren wir stehen geblieben bei... Kolben. Wolltet ihr euch angucken? Kolben. Dann schieben wir den Kumpel mal beiseite und holen uns mal den alten Block hoch. Ja, wir haben einen neuen Block. Und zwar hatten wir ja gesagt, Zylinder Nummer 1, 4, ich glaube einer der äußeren war es. Die 4. Sah nicht mehr so cool aus. Der Motor wurde ja vor kurzem erst gemacht. Habe ich die 4 gesagt? Dann müsste das der hier hinten sein. Da siehst du mal wieder, dass ich scheinbar keine Ahnung habe. Wenn ich gesagt habe, Zylinder 4, nie so cool. Siehst du schon was? Ja. Ich denke, das ist klar zu erkennen, dass das nicht mehr so cool ist. Grundbohrung von den Motoren, das sind 82,5 mm. Jetzt hast du ja schon mitbekommen, Max. Und ihr ja wahrscheinlich durch die vielen Videos auch, dass man gewisse Motorenblöcke ja mechanisch bearbeiten kann. Das heißt, man kann die bohren und macht die sozusagen hier größer und auch die Kolben werden größer. Mhm. So. Genau. 82,5. Ich will es euch bloß zeigen. Wir sind hier schon bei 83,0. Brauchen wir jetzt auch nicht so filigran messen. Mhm. Na? Wir sind hier schon bei 83,0. Das heißt, der Block wurde bereits schon mal 0,5 mm gebohrt. So, und jetzt wird es spannend. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, man setzt den Block nochmal in Stand und geht nochmal ein Übermaß größer. Oder wären wir bei 83,5 mm. Weißt du, was dann passiert? Irgendwann wird es mit Sicherheit die Wände zu dünn. Ei, stark. Pass mal auf, ja, auf jeden Fall. Und zwar, guck mal hier. Wir haben ja hier Kühlwasserkanäle. Hm. Hier, ringsrum. Das heißt, unsere Büchsen sind mit Wasser umspült, um natürlich die Verbrennungswärme abzuführen. Na? So, und irgendwann, wenn wir hier noch mehr Material rausnehmen, wird der Bereich vom Kühlkanal zur Laufbüchse zu dünn. Wann ist es zu dünn? Also ich kann dir mal sagen, ich habe mal einmal den Versuch gemacht bei so einem 500 PS Motor. Da sind wir auch, da hatten wir das gleiche Problem. Es gab zu dem Zeitpunkt auch keine gebrauchten Blöcke zu kaufen und wenn zu utopischen Preisen, dass ich mich habe breitschlagen lassen, zu sagen, okay, machen wir, gehen auf 385. Und das war unterm Strich keines so gut. Okay. Das war immer nichts. Also der ist eine Weile gefahren. Ich glaube, das Ding ist auch auf der Autobahn bei 100, 200. Ist der gerissen. Ich müsste jetzt so überlegen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war auch auf der Inns damals. Und ich glaube, es war aber zu dem Kühlkanal hier an der Seite. Zu so einem Inneren ist der gerissen. Und das war dann der Punkt. Also ich meine, glücklicherweise habe ich schon vornherein gesagt, wir können das machen, wir können das probieren.
aber ich heb definitiv meine Hände, wenn irgendwas passiert. Ne? Und das war dann aber auch der Punkt, wo ich für mich dann gesagt habe, okay, so eine Probiernummern sind einfach raus, gibt's nicht mehr. So. Wie sagt man so schön? Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge. Kennst du? Ja. Na? Und deswegen lasse ich da auch gar nicht mehr anbrennen und 0,50 ist maximal, was ich bei den ER 113 an Übermaß gebe. Der Kunde hatte dann auch noch einen zweiten Block jetzt geschickt, das ist der Patient dort. Den haben wir jetzt auf 0,50 gebohrt. Bläustangen nehmen wir nochmal. Kolben können wir nie wieder nehmen. Die Kurs auf. Mal gucken, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Das Problem ist, zwischen Fühlen und Sehen ist natürlich eben auch ein großer Unterschied. Ne? Kannst du es erkennen? Ja. Kannst du es erkennen? Ja. Ja, kannst du es erkennen? Da ist dein Kolbenhemd ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Ist richtig? Richtig. Sehr richtig. So. Und hier gibt es noch ein anderes Thema. Also wir hatten ja schon in dem letzten Video, hatten wir ja schon gesagt, wir hatten hier ein bisschen ein Problem mit Öl, Öldruck. Irgendwie sieht das Bläulager nicht mehr so richtig geil aus, oder? Was ist denn da, das Bläulager, mein Guter? Lustig, dass du fragst, mein Freund. Das hier ist das Bläulager. Die Lagerschale. Und die hat da einige Riefen. Aha. Und was denkst denn du, Max? Sind die Riefen gut oder nicht so gut? Nicht gut. Sehr gut. Genau. Also Bläulager auch hinüber. Jetzt haben wir hier drüben auf jeden Fall schon mal einen Satz neue Kolben. Wir haben auch neue Bläulager. Wir haben unsere Kurbelwelle, die ich jetzt sozusagen noch polieren muss. Die sieht an und für sich gut aus. Und wir haben zu unseren Kolben neue Kolbenringe. Das sind die hier drüben. Ich denke, die werden wir dann in den Porn einbauen. Das können wir in den Porn einbauen. Aber ich habe noch eine Frage an dich, Max. Na dann? Wenn du schon die von Alene fragst, warum liegen die denn so hier? Na, weil die rein müssen. Aber müssen die in einer bestimmten Reihenfolge rein oder was? Die müssen in einer bestimmten Reihenfolge rein. Unser Kolben, Ölabstreifring. Der unterste, ja. Jawohl. Also dann müssen wir so richtig rumhalten. Ölabstreifring. Ja. Erster Kompressionsring hier oben. Ja. Zweiter Kompressionsring. Ja. Guck mal, hier ist noch so eine Nut dazwischen. Siehst du das? Ja. Ja? Ja. Ich sage immer Detonationskante dazu. Da gibt es bestimmt auch einen richtigen Fachbegriff. Die ist dafür da, wenn hier an dem ersten Kompressionsring Verbrennungsdruck noch vorbeigeht, dass der sich quasi hier nochmal ausdehnen kann. Dafür ist dieser Raum da, um sozusagen Druck vor dem zweiten Kompressionsring wegzunehmen und die Belastung zu minimieren. Genau, und die habe ich letztendlich jetzt hier liegen. Das sind unsere Ölabstreifringe, Lamellenfeder, zwei Stahlringe, einer oben, einer unten. Die dichten ab. Das ist unser zweiter Kompressionsring. Genau, und ich habe die jetzt hier liegen und mir das nummeriert, weil ich muss jetzt das sogenannte Kolbenring-Stoßspiel anpassen. Hast du das schon mal gehört? Ich habe es gehört, aber ich weiß nicht, wie du es anpasst und ja? Wieso du es anpasst. Ich zeige es dir relativ simpel. Ich nehme jetzt mal unseren ersten Kompressionsring und hau den jetzt mal so rein. So. Ich nehme euch jetzt nicht in den kompletten Prozess mit rein, das würde jetzt wahrscheinlich auch ausarten und 15 Stunden dauern. Siehst du jetzt diesen Schlatz hier? Das habe ich letztens schon gesagt, Schlatz, weil der Paul das immer sagt. Den sehe ich. Den Spalt. Ja. Genau. Und das ist das sogenannte Kolbenring-Stoßspiel. Und das kann man jetzt anpassen, indem man sozusagen jetzt den Kolbenring hier oder hier an einer der beiden Flächen sozusagen anschleift und Material wegnimmt und damit vergrößert sich das Spiel. So. Und das ist letztendlich nur anzupassen, sage ich mal, oder ist erforderlich, wenn wir in einen bestimmten Leistungsbereich gehen, wo wir einfach mit einer gewissen Thermik zu kämpfen haben. Ne, musst dir ja vorstellen, auf den Kumpel kommt volle Verbrennungstemperatur. Ja, das ist auch der im Brennraum sozusagen einen Großteil der Temperatur vom Kolben, das klingt blöd, ne, das kleine Bauteil, gibt einen Großteil der Temperatur an unsere Laufbüchse ab, wo es dann letztendlich ans Kühlmittel übergeben wird. So, das heißt, der wird richtig warm und dehnt sich demzufolge auch aus mit Wärme. Hast du schon mal davon gehört, ja? Ja. Dass sich was mit Wärme ausdehnt? Ja. Genau. Und irgendwann... Der Klassiker! Ich rede einfach weiter. Und irgendwann laufen wir Gefahr, wenn das zu warm wird,
dass der kann sich ja nie nach außen aus, also der dehnt sich zwar auch nach außen aus, wie die Laufbüchse, ne? Aber der dehnt sich natürlich, so wie wir Menschen, ne? Der Weg des geringsten Widerstandes, der dehnt sich dorthin aus, wo der Spalt ist. Und irgendwann dehnt er sich so weit aus, dass im schlimmsten Falle das Ding Stoß auf Stoß liegt. Und stell dir vor, der kriegt dann noch mehr Temperatur, dann dehnt er sich noch weiter aus. Wenn er sich noch weiter ausdehnt, kann Folgendes passieren. Entweder unser Kolben geht kaputt, weil es einfach irgendwo Spannung gibt, die wir nicht haben wollen, oder der Verschleiß in unserer Laufbüchse nimmt exorbitant zu. Na, weil das Ding drückt es nach außen und radiert quasi oder schleift dann quasi aus unserer Laufbüchse das Material raus. Oder nutzt sich übertrieben schnell ab und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen muss es eingestellt werden. Das mache ich jetzt. Und wenn ich das gemacht habe, gucken wir uns mal weiter an, welches Setup der Motor bekommt. So ein paar Sachen liegen schon hier drüben, Stehbolzen und solche Sachen. Und ja. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live and we back, man. You never gonna. Ist hier Frühjahrsputz bei Ihnen oder was machst du da? Frühjahrsputz? Pass auf. Kurbelwelle ist klar soweit, oder? Kurbelwelle ist klar, ja. Check. Na, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Bläulagerstellen. Ja. Zylinder 1, 2, 3, 4. Und das sind unsere 5 Hauptlagerstellen. Ja. So, die laufen ja in Gleitlagern. Ja. Gleitlager. Haben wir uns ja von gerade das Bläulager angeguckt mit dem Schaden. Ne? Jetzt nehmen wir ja neue Bläulager. Und wenn wir eine Kurbelwelle ausbauen und wieder einbauen, ne? Und die maßlich aber noch okay ist, also das kann man messen hier. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in 1-2 Videos gemacht. Da gibt es auch bestimmte Sollmaße, wo es in dem Bereich, wo es sich bewegen soll, ziehen wir, ich sag abziehen umgangssprachlich, ziehen wir die Kurbelwelle immer noch mal ab vorher. Das heißt, in dem Fall polieren wir die Lagerstellen. Guck mal. Und zwar, schau dir das mal an hier. Siehst du das? Ist ein leichter Laufspuren auf der Welle drauf. Ja. Oder kann man vielleicht hier auf dem Hauptlager kann man das relativ gut erkennen. Na? Man kann jetzt, wenn jetzt die Sporen relativ tief sind, ne, kann man die in die Drehbank spannen oder in die Kurbelwellenschleifmaschine und dann kann man die mit Sandpapier abziehen. Das heißt, du lässt die über die Maschine rotieren und hältst einfach nur ganz, ganz feines Leinewand dran. Wenn wir jetzt in so einem Fall wie hier, das ist ja wirklich, das ist ja nie viel, ne? Du hast ja jetzt gerade gesehen, pass mal auf, ich ziehe die jetzt mal ab hier. Wenn das so easy peasy ist wie hier, dann machen wir eigentlich nur Folgendes. Dann nehmen wir einfach nur Poliervlies und ziehen die mit Poliervlies ab. Na, dann nehmen wir jetzt nichts großartig, das ist im Mikrometerbereich, ne, was wir jetzt hier an Material abnehmen. Und wir kriegen halt eine schöne glatte Oberfläche auf unseren Lagerstellen hin. Ne? Weil am Ende des Tages muss die Stelle natürlich so glatt wie nur möglich sein, dass wir da nichts haben, was unser Lager in irgendeiner Art und Weise beschädigen könnte. Guck's dir an. Na, kannst du dir vorstellen jetzt, ne? Wenn wir jetzt hier so eine leicht raue Fläche haben, dass das natürlich für unser Lagermaterial nicht so cool ist, wenn unsere Kurbelwelle jetzt dort mit 5.000-6.000 Umdrehung rotiert, auch wenn Ölfilm dazwischen sein sollte, kann er trotzdem immer mal zu einem minimalen Abriss kommen, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und je glatter die Kurbelwelle ist, desto besser kann das Lager natürlich seiner Notlaufeigenschaft nachkommen. That's it. Mehr ist es nie. Klingt schlüssig. Schön, hab ich dir gut verkauft. Ja. Gut, ich mach das jetzt mal fertig, passe jetzt das Stoßringspiel an und hol dich gleich wieder dazu, wenn ich zusammenbaue. Geht klar. 12 Sekunden später. Ich habe noch eine Frage. Der Kompressor ist an. Ich weiß, aber das stört mich ja nicht. Diese kleinen Löchel da, fließt dort das Öl in diese Gleitlagerschalen? Ja. Okay, dann habe ich es ja schon selber gelöst. Aber wo kommt es denn her? Das ist ja viel interessanter. Von da vorne? Ja, pass mal auf. Rätsel. Hier sitzt unsere Kurbelwelle drin. Ja, jetzt bin ich überfragt. Ja, jetzt? Was denn jetzt? Jetzt ist es nicht mehr so einfach. Jetzt nicht mehr so einfach? Nee, das sind... Irgendwie muss ja das Öl in unsere Kurbelwelle kommen. Über die Geräte hier? Über die Löcher, genau. Ja? Und wie kommt das zu den Löchern? Pass auf. Wir haben hier unseren Kumpel. Was mache ich denn jetzt? Ich habe das schon mal gemacht. Also wenn du fragst, ich habe das schon mal gemacht.
So, hier sitzt unsere Ölpumpe. Na, also Motor steht jetzt quasi, wir haben den jetzt auf Überkopf, ne? Ja, verstehe. Hier ist unsere Ölpumpe, unsere Ölwanne ist hier drüber, das heißt, hier ist alles voll mit Öl. Ja. Und er saugt über den Schnorchel an. Ja, verdichtet. Ja. Verdichtet, geht hier rüber. Na, Kanal, vielleicht kann man den sogar erkennen. Geht hier rüber, geht dann hier runter, hier, das ist unser Ölkanal. Mhm. Geht hierher, geht hier in unser Ölfiltergehäuse. Ja. Geht durch einen Ölfilter. Ölfilter, weil filtert unser Öl. Geht wieder zurück in unser Kurbelgehäuse als gefiltertes Öl und kommt dann als allererstes hier rein. Das ist die erste Stelle, die quasi nach dem Filter dann sozusagen Öl sieht. Ja? Kommt über diese Bohrung rein. Pass auf, und jetzt, da ist es ja noch nicht in der Welle. Nee, nee. Pass auf, jetzt lass ich hingucken. Pass auf. Du kannst es schon erkennen. Das sind unsere Hauptlager. Sitzt dann so hier drinnen. Siehst du, hier ist in dem Hauptlager, hier ist auch ein Loch drin. Ja. So, haben wir hier eine Nut. Ja. In dem Fall nur eine 180 Grad Nut. Ne? Das, was ins Gegenlager kommt, guck mal, das ist geschlossen. Ja. Ja, das sitzt dann quasi mit unserem Lagerbock so hier oben drauf. Mhm. So, und hier dreht sich unsere Welle drinnen. Ja. Jetzt gehen wir mal zu unserer Welle. Dann haben wir jetzt hier unsere Bohrung. Und jetzt musst du dir vorstellen, hier ist ja quasi, die Lager sind jetzt quasi so hier drauf. Mhm. Und zwischen dem Lager und der Kurbelwelle ist sozusagen ein Ölfilm. Ist wie so ein Ölteppich dazwischen. Ja, und auch in den Kanal. Pass auf, in den Kanal kannst du relativ, ich weiß nicht, guck mal, du kriegst es sogar von hier mit der Kamera wahrscheinlich sogar eingefangen. Da kannst du durchgucken, der geht so schräg hier rein. Ja, man sieht den Tisch durch. Ja, ja, perfekt. Und guck mal, wo es rauskommt. Die ist übrigens immer noch warm. Es kommt hier raus. Und das Hauptlager versorgt sozusagen unsere Bläulagerstelle mit Öldruck. Ja. Krass, ne? Und über simpel, wie viel Druck reden wir da? Simpel wie doch clever. Ist bei jedem Motor unterschiedlich. Okay. Ist bei jedem Motor unterschiedlich. Ist bei dem Motor jetzt irgendwas um die betriebswarm, im Leerlauf irgendwas um die 1,5 bar, Leerlaufdrehzahl. Und bei Volllast müsste man jetzt gucken, wie das Absteuerventil eingestellt ist, aber sollte irgendwas um die 5 bis 5,5 bar Öldruck sein. Okay. Und glaub mir das viel. Ich glaub dir das. Das ist viel. Das ist schon eine Menge. Genau, und so bekommen wir unsere Lagerstellen Öl. Und die ist aus Guss und dann ist das hier rausgeschliffen. Rausgeschliffen, ne? Ja. Ist eine Gusswelle, kann man relativ gut erkennen. Guck mal hier rein. Hier siehst du halt noch die Gussspuren. Mhm. Macht auch keiner weg bei einer Serienwelle, interessiert einfach keinen. Ne? Die Welle wird in den Grundmaß gegossen und dann werden die Stellen, die entscheidend sind, hier vorne, hinten, Hauptlagerstellen, Bläulagerstellen, Anlaufscheiben, dort wo Lager sind, wo Passgenauigkeit erforderlich ist, das wird sozusagen geschliffen. Wird auch nie gedreht. Sagen ja viele immer, ja, Kurbelwelle drehen, eine Kurbelwelle wird geschliffen. Was man machen kann, eine Kurbelwelle abdrehen, das hat man früher im Saugertuning hat man das häufig gemacht. Da hat man die Wangen sozusagen hier erleichtert. Zeig nochmal bitte. Die Dinger hier. Die hat man abgedreht. Dann wird die quasi drehfreudiger, oder? Dann wird die leichter. Und alles musst du dir vorstellen, alles was an rotierenden Massen in deinem Motor ist und leichter wird, minimiert auch dein inneres Verlustmoment vom Motor. Hm. Du brauchst ja immer eine gewisse Grundkraft, um das Bauteil am Laufen zu halten. Na, und je leichter du die Teile machst, desto weniger Kraft benötigst du intern im Motor, um diese Bauteile am Laufen zu halten. Man sagt dazu inneres Verlustmoment. Ist aber auch nie immer von Vorteil. Also bei einem Sauger macht das Sinn, bei einem Turbomotor macht das nie unbedingt Sinn. Warum nicht? Weil du das Gewicht brauchst, um Drehmoment zu erzeugen. Okay. Das heißt, gerade bei Saugertuning, wenn du wirklich richtig exorbitant hohe Drehzahlen fahren willst, dann musst du es leichter machen, weil es dir sonst einfach zu große Kräfte und du läufst Gefahr, dass dir was wegfliegt. Da gibt es übrigens richtig geile Videos, wo Leute Schwungräder, das ist ja das, was hier hinten, wo die Kupplung sitzt, ne? Zu leicht gemacht haben, die sind dann weggerissen und die hat es dann wirklich durch die quer eingebaute Motor, durch die Getriebeglocke, bam, in den Innenraum gefeuert. Nicht gut. Alter, richtig geil, da sitzt du in der Karre drin. Also ich möchte nicht, dass mir das passiert, aber wenn du in der Karre drin sitzt und ab immer schießt so, also kannst ja froh sein, wenn es an dir vorbeischießt, ne, und nicht direkt einrastet und so rechts neben dir schießt so dein Schwungrad irgendwie an dir vorbei. Hey!
Ciao. Ich will es glaube nicht erleben. Nicht unbedingt. Deswegen, aber das ist halt eine Wissenschaft für sich. Also das ist halt einfach mal sagen, ich drehe jetzt die Grubbelwelle ab und gucke jetzt einfach mal, was passiert. Kannst du machen. Muss jetzt nicht unbedingt geil sein. No. So, genug geschnackelt. Ich bau zusammen. Track. Mikro ist auch an, ja? Mikro ist an. Mikro ist an. So, wir haben jetzt schon 3 Kolben eingebaut. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Ansonsten seht ihr es gleich. So, okay. Max, hast du eine Frage, wenn du dieses Bauteil siehst? Ich denke, dass fürs Verständnis ist es erstmal ein Kolben. Ja. Genau, das ist so ein Verdichtungsring. Da ganz unten ist der Ölabstreifring. Und das hier außen, Kolbenhemd, was beschichtet ist. Ja, das, was du da unten hast, ist ein Pleuel. Okay. Und ansonsten, mehr weiß ich darüber nicht. Das ist ein Kolbenbolzen. Das ist quasi das Verbindungsstück zwischen Kolben und Pleuel. Der kleine Kumpel hält das. Das. Der hier. Der hält das. Der. Ja, okay. Ist aber schon ein bisschen massiver auch in dem Falle. Na? Aus was für ein Stoff ist der? Stahl. Aus einer Legierung, Stahllegierung. Ich weiß gar nicht, ob es drauf steht. Steht nicht drauf. Der Hersteller steht drauf. JE. JE. Genau, Kolbenring-Stoßspiel habe ich jetzt vorhin schon eingestellt. Das war ja das, was wir gesagt hatten. Genau, ansonsten gibt es verschiedene Prinzipien, wie so ein Kolbenbolzen befestigt ist. Gängig sind eigentlich mit Sprengring. Ne, relativ simpel. Die erste Seite kannst du einfach so, wie sie ist, reindrücken, drehst den ein kleines Stück weg, nimmst deinen Kolbenbolzen, schiebst ihn durch, schiebst ihn rein und der Ring ist in der Nut. Ne? Relativ simpel. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich die anderen... Hier, Spaß bei der Arbeit ist verboten, kann aber nicht wahr sein. Machen die ihn? Was ist denn hier los? Wir sind die Hühner. Ich merk das schon. Ja, der Philipp hat euch bestimmt wieder irgendwelches Videomaterial gezeigt, ne? So ähnlich. Hä? Bildmaterial. Warte, guck mal, wie du mal ankannst. Jetzt bin ich gespannt. Weißt du, wer das ist? Nee, na, wer der Name ist, weiß ich. Ne? Ich versteh's nie. Du wirst es schon noch verstehen. Was ist denn das? Vor allem das Geile ist, jetzt kann ich mitlachen. Ich finde es zwar lustig, ich habe es nie verstanden, aber ich finde es lustig. Aber es hat auf jeden Fall mit dir zu tun. Nein. Nur kurz als Anstoß. Der Philipp hat ja damals mal angefangen, WhatsApp auf seinem Rechner zu installieren. Ihr wart in meinem scheiß WhatsApp drin. Der ist hier, der Kollege. Dieser elende Hund. Oh. Also Max, wenn es hier zu Personalgesprächen kommen soll, ne, dann gib mir... Ich habe es übrigens gesehen, gut, schön. Gut, na ja, dann so. Wir brauchen jetzt aber auch noch eine ganze Weile, Max. Okay, Spaß beiseite. Kolbensicherungsring, so, einen haben wir drin. Den anderen, da müssen wir ein bisschen gucken, das ist ein bisschen eine Übungssache. Ne? Ich lege den immer gerne mit einer Seite rein, ja, in die Nut. Meistens hast du hier nochmal eine kleine Auskerbung. Bietet sich perfekt an, um mit dem Schraubendreher reinzugehen. Eigentlich mit dem Daumen nur unter Spannung halten, Vorspannung und dann mit dem Schraubendreher reindrehen. Zack, erledigt. Relativ simpel. Anderes Prinzip ist sogenannte Schrumpfbläuel. Da werden die Bläuel erwärmt, ja, auf eine bestimmte Temperatur X, dass die sich ausdehnen. Dann wird der Kolbenbolzen, musst du dir vorstellen, wird der Kolbenbolzen reingeschoben und dann kühlt das ab. Und durch das Abkühlen, Max, ist dann das Bläuel mit dem Kolbenbolzen quasi fest verbunden. Wichtig ist jetzt bei dem Bläuel halt einfach nur, das ist nur so ein Ding für den Kopf, weil ich habe ja so einen kleinen, bin ja so ein bisschen autistisch veranlagt. Ich habe ja immer so einen Spleen, das muss immer alles akkurat gleich sein. Ich mache es dann immer so, dass ich sie alle in die gleiche Richtung einbaue. Okay. Es hat aber technisch null Bewandtnis.
Null. Also ich könnte jetzt auch den einen so, den anderen so, den einen so, den anderen. Kannst du auch. Wichtig okay. ist, dass der Kolben richtig rum drin ist. Pass mal auf. Film mal von oben. Siehst du, dass der Kolbenbolzen nicht ganz in der Mitte ist? Ja. Der ist außermittig. Warum? Willst du das jetzt wirklich wissen? Ja, ja. Okay. Du kannst mir das nicht erklären. Kannst dich entsinnen, wir hatten doch jetzt Kolbenkipper. Wir hatten doch mal das Thema mit dem Kolbenkipper. Na? So, und du machst in dem Moment, deaxierst, das ist eine sogenannte Kolbenbolzen-Deaxierung. Du deaxierst, sagt man das so? Du nimmst den Kolbenbolzen aus der Mitte aus raus quasi, ja, ja. um die Kräfte auf der Seite, wo nach der Verbrennung die größten Kräfte wirken, um die Kräfte dort durch die Hebelwirkung zu minimieren. Deswegen macht man das. Damit kannst du wiederum mehr Drehmoment, also mehr Leistung, mehr Drehmoment fahren und auch vor allen Dingen höhere Drehzahlen. Klingt nach simpler Physik. Lustig, das habe ich einem Junior damals, das habe ich einem Junior damals gesagt, als der, bevor er seine Ausbildung bei uns angefangen hat, habe ich gesagt, du musst nie singen und klatschen können. Wichtig ist aber, Mathe und Physik. Ganz viel Physik. Genau, was mache ich jetzt noch? Kolbenringe ordentlich ausrichten, ne, dass die nicht alle mit dem Stoß auf einer Ebene sind. Mhm. Ja, das machen wir einfach, damit es gleichmäßig ringsherum abgedichtet ist. So, und ansonsten nehme ich mir nochmal mein Öl hier, nehme meine Montagehülse, setze meinen Kolben ein, jetzt. Zack. So, dann müssen wir gucken, dass wir unseren Kolben blau richtig rum montieren. In dem Fall haben wir hier drüben unsere Ansaugseite. Ansaugseite hat man ja schon mal. Große Ventile, Ansaugtrakt, kleine Ventile, Abgastrakt. Hier oben sehen wir es nochmal im Kolben. Nochmal zum Gegenprüfen, weil das ist halt immer das, was sage ich halt eben auch immer Paul und Marvin. Ne? Das sind jetzt die auch mit Motoren machen bei uns. Das Wichtigste ist immer im Motorenbau und gerade auch in dem Falle jetzt. Ne? Wir bauen ja den Motor selber nie ein. Wir bauen den als Longblock zusammen. Longblock hatten wir vorhin. Ne? Ölwanne, Zylinderkopf, wollte ich dir noch sagen. Bauen den als Longblock zusammen und der geht mit Spedition raus an den Kunden. Das heißt, wir bauen den Motor selber nie ein. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, du musst dir auch immer zu 100% sicher sein, dass das, was du tust, am Ende des Tages auch funktioniert. Und da habe ich mir über die Jahre einfach so verschiedene Kontrollmechanismen einfallen lassen, um einfach gewisse Sachen immer wiederkehrend, auch wenn mal das Telefon klingelt zwischendurch, prüfen zu können. Und auch zu wissen, zu jedem Zeitpunkt, dass das, was ich tue, eben auch zu 100% funktioniert. Das ist eigentlich so, wenn du mich jetzt nach einem Geheimnis fragen würdest, das wäre eins der Geheimnisse. Na? Ja, ansonsten haben wir jetzt die Kolben drin. Ich hatte ja gesagt, wir sagen noch mal ein bisschen was zum Setup. Gibt Stehbolzen für die Hauptlagergasse, haben einfach noch mal eine andere Festigkeit als die originalen Schrauben. Ja? Und gleiches Prinzip, Stehbolzen für den Zylinderkopf sind original, auch den Schrauben sind jetzt sozusagen Schrauben ohne Drehwinkel, sondern einfach nur mit Drehmoment festgezogen, um einfach mehr Festigkeit in das ganze Thema reinzubekommen. Ja, ansonsten, was gibt's noch? Große Kolbenbodenkühldüsen. Das werdet ihr jetzt, da kannst du ranzoomen, wie du willst, das wirst du nie hinkriegen. Oder? Ich sehe zwei Löchel. Ja, das Loch hier ist interessant. Das habe ich auch. Wirklich? Ja, ja. Genau, das ist 20% größer als bei den originalen Spritzdüsen. Was ist jetzt der Unterschied? Du wirst das immer wieder hören, das ist ja das Thema Thermik. Ne? Thema Thermik und wir wollen ja Thermik aus unserem Motor, aus unserem Verbrennungsbereich ableiten. Ne? So, die Kolbenbodenkühldüsen spritzen letztendlich genau, wie es der Name sagt, Kolbenboden. Die spritzen genau dort unten rein und nehmen sozusagen auch nochmal einen Großteil der Wärme aus unserem Kolben raus, damit das Material, der ist ja nur aus Alu, aus einer Alulegierung, damit das Material nie weich wird. Ne? Gut, und ansonsten baue ich jetzt weiter zusammen, könnt ihr euch gerne in einem kleinen Porn nebenbei mit angucken.